Jetzt, wo sich die Server wieder einigermaßen beruhigt haben, kommt als Vorbereitung für den kommenden Solo Flawless Dungeon das dazu passende Warlock-Bild. Wer eignet sich besser dazu, Dungeons zu clearen, als der große Anführer Roy Mustang himself? Ups, Spoiler. Anders als der Thanos Snap macht unser Schnipser optisch was her und ist dabei noch weniger effektiv. Die 5 Projektile versengen deinen Gegner mit 20 Stacks pro Treffer und lösen bei Volltreffern immer eine Entzündung aus, bei dem das beste Antibiotika zu spät kommt. Wenn Ents Gegner durch Ents Nahkampf oder Ents Explosion verreckt, aktiviert das Ents-Exo, die Sonnenarmschienen. Gendern ist eine lyrische Glanzleistung und auf jeden Fall das größte Problem der Neuzeit. Wenn du anders denkst, liegst du falsch, Hashtag Scheißpatriarchat Kappa. Ähnlich wie du bei der Vorstellung von Angela Merkel im pinken Stringtanga hält deine Granate mit aktivem Exo doppelt so lange du. Anders als bei genannter Vorstellung, String Angie, erhöht sich die Granatenaufladerate um 20.000%, was deinen Disziplinstat überflüssig macht. Mit dem Aspekt flammende Berührung bleibt dein Leuchtknödel für weitere 4 Sekunden aktiv und löst zusätzlich 20 Lavaklumpen aus, die deinen Schaden mehr als verdoppeln. Wichtig zu wissen, der Dot der Granate, für unsere Kerndeutschen, der Schaden über Zeit, stackt nicht mit demselben Granatentyp. Ganz egal, ob von dir oder von deinem Teammate. Die Lavaklumpen aber schon. Zumindest mit Glut der Asche bekommst du mit einer Granate genug Versengenstapel auf deinen Gegner, um ihn zu entzünden. Damit du dir den Schaden besser vorstellen kannst, rechnen wir das Ganze in eine Einheit um, die du vergleichen kannst. Karls. Mit der flammenden Berührung, den Sonnenarmschienen und dem Fragment Glut der Asche bekommst du pro Granate ziemlich genau einen Karl tot. Pro Nahkampfkill bekommst du ca. 5 Granaten, entspricht also 5 Karls. Zur Einordnung, ein Karl entspricht auch 3 Schüssen zweischwänziger Fuchs inklusive Cut, 1,5 volle Kombos mit Lament, 7 Schuss Xenophage oder knapp 200 Schuss Göttlichkeit. Mit dieser Menge an Karls bekommst du Easy Champions in legendären Aktivitäten tot, schmilzt Majors und Redbars wie Kina die Polkappen und lädst mit der Kombi-Hitzewelle Glut des Versengens, Glut der Flammen und Asche zu Angriff deine super Klassenfähigkeit und am wichtigsten deinen Nahkampf pro Granatenkill schneller auf, als die Klimakleber wieder auf die Straße kriechen können, nachdem du sie runtergetreten hast. Survivability, sprich Leben, bekommst du durch Glut der Entschlossenheit ebenfalls bei Granatenkills und den beiden Mods Rekuperation / schon besser beim Aufsammeln einer Sphäre. Die Veteranen unter euch haben sich's vielleicht schon gedacht, Sphären erzeugst du mit Granatenkills durch den Mod Feuerkraft. Die restlichen Mods sind die Klassiker, Munitionsfeinder, Nachlader, Plünderer, Resistenzmods, muss auch noch immer in jedem Video vorbeten. Da du mit genug Gegnern um dich rum deinen Brunnen schneller voll hast, als der erste ablaufen kann und dein Hauptschaden über die Granaten kommt, nutzt du deine Primary, die geschmiedete entschuldigenden Staub, mit Selbstladehalter, Adrenalin-Junkie und Verwirrungsgranaten, um besser an deine Gegner ranzukommen. Als Heavy gibt's noch den zweischwänzigen Fuchs oder was du dank freiem Exoplatz sonst so als Heavy benutzen willst. Stat-Verteilung ist ganz einfach. Belastbarkeit, Erholung für Klassenfähigkeit und den Rest in Mobi, weil es speziell für die Sprungleger-Szeniker unter euch, die übrigens den Lenksprung und nicht das Schubgleiten ausgewählt haben sollten, das Leben einfacher macht. Soll auch übrigens mal ein How-To zum Warlock-Sprung machen? Hashtag Sprungleger-Szeniker in die Kommentare, wenn ja. Jetzt zu den Dingen, die du noch nicht gewusst hast. Mit dem Aspekt Hitzewelle kannst du deine Granate rauchen und wegschweben. Nicht nur knallt der Stoff rein wie Ellie. Hi! Deine Schwebezeit wird mit jedem Kill verlängert und das Vernaschen der Mini-Nuke halt auch oben rein für ca. 86%. Übrigens ohne Downtime. Heißt, du kannst doch nicht nur über deine Granatenkills, Orbs oder deine Klassenfähigkeit heilen, sondern auch über deine Granate, die du pro Sekunde 1,36 mal hast. Hitzewelle ist abgesehen davon essentiell für den Easy Life Mode des Builds. Wenn aktiv, generiert jeder Kill aus der Luft noch mehr Nahkampfenergie. Damit du die Game Loop also nahtlos schließen kannst, solltest du deine erste Granate wegziehen und danach alles aus der Luft bombardieren. Wenn du mal schnell weg oder rein musst, benutzt du dafür deinen Phoenix-Sturzflug. Mit Hitzewelle heilt er doch nicht nur beim Aufprall, sondern schon unterm Flug und versenkt bei Landung alle Gegner in der Nähe. Solltest du in einem Brunnen stehen, sind Immunschilde wie Phalanx oder Vex-Schildgeneratoren non-existent. Mehr dazu im Dungeon Guide, den du direkt im Anschluss anschaust. In Season 22 gibt es tatsächlich noch Artefakt-Mods, die das Bild noch besser machen. Abgesehen von den Anti-Champion-Waffen solltest du Elementarsphären Solar, Elementarmunition und monochromatischer Maestro ausrüsten. Ersteres kannst du mit zweiterem benutzen, um Munition zu erzeugen, und dritteres gibt dir 10% erhöhten Waffenschaden oder Fähigkeitenschaden, wenn du zuvor mit dem eben anderen Schaden gemacht hast. Anders gesagt, Granate macht Waffe stärker, Waffe macht Granate stärker. Wenn du das Bild nach Season 22 schaust, klatsch einfach alles rund um Solar rein. Wird schon ein Schlachter machen. Lol. Falls es noch nicht offensichtlich war, die Game Loop in kurz: Schelle, Granate rauchen, Granaten werfen, Schelle, Granaten werfen, Schelle, dabei überleben. Sparnacht mit dem Brunnen, du bekommst genug davon. Solltest du das Bild im Grandmaster oder so spielen wollen, kannst du das easy machen. Schau nur drauf, dass die Gegner deine Schelle nicht kommen sehen. Nutz den Blendgranatenwerfer.
Entzündungen sind übrigens Anti-Unstop, also Viereck, und dein Brunnen macht zusätzlich alle Waffen Anti-Barrier, also Dreieck. Als nächstes kommt der strukturierte Solo Flawless Guide zur Prophecy Dungeon. Sveti meinte, dass am Samstag auch ein Solarlock kommt, bei dessen Konzipierung noch meine Finger auch drin hatte. Schau also mal rüber und lass ein Hashtag roter Panda rotes Bild da. Wenn du noch nicht abonniert hast, mach endlich die 500 voll. Kommentieren, liken, yada yada, hau rein.